Wir kommen zu REST. REST als modernes Programmierparadigma für den Zugriff auf entfernte Ressourcen oder für Webservices im Allgemeinen, wo es also darum geht, im Netz Informationen abzufragen, zu modifizieren, zu posten, Funktionalitäten anzufordern, und zwar nicht, wie wir es vorhin bei SOAP zum Beispiel gehabt haben, über ein separates Protokoll, sondern mit Hilfe von Standardprotokollen, im üblicherweise des HTTP-Protokolls, das Hypertext-Transfer-Protokoll, das wir schon mal gehört haben. Das nutzen wir jetzt, um Webservices zu repräsentieren und ansprechbar zu machen. Das heißt, wir brauchen keine separaten Datenformate mehr, sondern gehen auf Standardformate zurück, was es einfacher macht, mit diesen Diensten zu arbeiten. Was bedeutet REST? REST steht für Representational State Transfer, und das sagt uns einmal ganz grundlegend nicht recht viel, wenn wir nicht verstehen, wie ein Webserver arbeitet. Das habe ich schon mal erwähnt, wie wir über HTTP gesprochen haben, hier aber vielleicht nochmal. Ein Webserver ist grundsätzlich, oder HTTP, das Protokoll, das dann von einem Webserver gesprochen wird, ist grundsätzlich ein sogenannter zustandsloser Dienst. Was heißt zustandsloser Dienst? Wenn wir ein System haben, also unseren Server jetzt mal als Beispiel, und der bekommt eine Anfrage, dann kann ein zustandsbehaftetes System auf diese Anfrage unterschiedlich reagieren, je nachdem, in welchem Zustand es sich gerade befinden würde. Das heißt, für eine bestimmte Sitzung würde sich ein zustandsbehafteter Server den Zustand dieser Sitzung merken, und je nachdem, was vorher passiert ist, befindet sich der Server in einem bestimmten Zustand und reagiert dementsprechend unterschiedlich auf Benutzereingaben. HTTP funktioniert so nicht. HTTP ist grundsätzlich zustandslos. Das bedeutet, dass sich der Server zwischen den einzelnen Anfragen, also den Requests, nicht merkt, was denn an Kommunikation mit einem etwaigen Client zuvor passiert ist. Bedeutet in letzter Konsequenz, wenn man denn mit einem Server, der zustandslos ist, arbeiten möchte, dann muss dieser Request sämtliche Informationen tragen, die relevant ist, um die Datenmanipulation vorzunehmen. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass der Server irgendwas noch von vorangegangenen Kommunikationen weiß. Und das REST beruht auf dem gleichen Paradigma, baut eben, wie vorhin erwähnt, auf HTTP auf, das von Haus aus zustandslos ist, und kodiert jetzt in diesen Namen, also State-Zustands-Repräsentation, Zustandstransfer, kodiert in diesen Namen hinein, dass der Zustand des Webservices über die Repräsentation übermittelt wird. Die Repräsentation im HTTP ist im Wesentlichen, also die einzige Repräsentation, die wir in einem Request mitgeben können, ist die Information, die wir im HTTP-Request mitschicken. Das heißt im Wesentlichen die URI oder die URL, der Uniform Resource Identifier oder Uniform Resource Locator. In den müssen wir den Zustand reinkodieren. Gegebenenfalls können wir noch Nutzdaten in der Anfrage mitschicken, aber grundsätzlich muss das, was unsere Anfrage sein soll, repräsentieren soll, in der URL oder im URI repräsentiert sein. Das sind im Wesentlichen Synonyme. URI ist die allgemeinere Bezeichnung. Wir bleiben bei dem. URL kennt man als den Uniform Resource Locator und nicht den Identifier. Wir gehen von eindeutig identifizierbaren Ressourcen aus, deswegen nutzen wir diese URL-Abkürzung hier nicht, sondern die URI-Abkürzung. Gut, was macht REST? REST ist eine Alternative zu SOAP, ganz grundsätzlich, oder zu RPC. Ich kann über das HTTP, habe ich jetzt schon erwähnt, Funktionen irgendwo entfernt aufrufen. Ganz grundlegend, wenn wir uns die Prinzipien anschauen, bevor wir dann auf ein Beispiel kommen,
gibt es mehrere Designgrundlagen, denen eine REST-Schnittstelle, also ein Dienst, der über REST verfügbar gemacht werden soll, genügen muss. Der erste ist, die Ressourcen, also die Daten, die wir speichern in unserem System, die sind über eine URI adressierbar, kenntlich gemacht und können über eine ganz herkömmliche URI, so wie wir es von der URL kennen, angesprochen werden. Das heißt, wenn es in unserem System sowas wie Kunden gibt zum Beispiel, dann muss es eine URI geben, die es erlaubt, einen Kunden abzufragen, beziehungsweise eine Kundenliste zum Beispiel, alle Kunden abzufragen und die Kunden zu durchsuchen, alternativ dazu. Wenn wir jetzt Ressourcen nicht nur abfragen, sondern auch verändern wollen, dann dann liefert der Server dazu Repräsentationen, die können in unterschiedlicher Form ausfallen. Wir kennen das ja noch vom HTTP, wenn wir auf die Zeichnung zurückschauen von vorhin, da gibt es ja nicht nur einen Request, sondern da kommt ja auch ein Response zurück. Und in diesem Response ist üblicherweise HTML drinnen, das dann der Browser darstellen kann. Das ist hier nicht eingeschränkt. Wir gehen jetzt davon aus, dass das maschinenlesbare Information sein kann. Das heißt, es kann, wenn es ordentlich aufbereitet ist, trotzdem noch HTML sein. Das können aber auch JSON-Objekte sein oder ein XML-Format. Das nächste Prinzip ist, dass REST-Nachrichten möglichst selbstbeschreibend sein sollen. Das heißt, das, was wir mit einer Ressource tun können, die wir durch eine URI ansprechen, das soll mit Standardmethoden des HTTP-Protokolls manipulierbar sein. Im HTTP-Protokoll, wir kommen dann noch einmal im Detail drauf und haben es ja schon mal besprochen, gibt es Methoden wie GET, wie POST, wie DELETE. Und die Selbstbeschreibungsfähigkeit einer REST-Schnittstelle bedeutet, dass diese Verben die erwartete Funktion auslösen oder wenn diese Funktion nicht angeboten wird oder der Benutzer nicht berechtigt ist, diese Funktion auszuführen, dann muss halt eine Fehlermeldung zurückkommen. Aber ein Delete auf eine Ressource soll diese Ressource grundsätzlich löschen, gegebenenfalls nach einer Autorisierungsprüfung. Und letztendlich das, was ich vorher schon mit der State, mit der Zustandsrepräsentation beschrieben habe oder erklärt habe, Hypermedia is the engine of application state. In der URI, also in dem Hypermedia, in dem HTTP-Dokument, wird der Applikationszustand, also der Zustand unserer Anfrage repräsentiert. Das heißt, jeder Request ist self-contained und enthält sämtliche Informationen, die der Server braucht, um die Information abzufragen. Er muss nichts von irgendeiner vorangegangenen Kommunikation wissen. Das ist zum Beispiel bei SOAP auch unterschiedlich. Gut, soviel zu den Grundlagen. Im nächsten Teil schauen wir uns jetzt die technische Umsetzung anhand eines Beispiels an.